hier ein bisschen Munition noch. Geld, okay. Hast du 5 oder was? Komm raus! Keine Sorge, ich werde schon rauskommen. Dateien, eine Datei, aktueller Bedarf, ja, das haben wir schon gesehen. Nachrichten, 5 Stück. Es zieht, hör zu, Karl. Warum ich weiß, denn so das schüchtern? Hier ist kein Spaß. Kein Spar, aber hier zieht es total. Das geht uns auf die Nerven. Ich schwöre, das liegt am Ventil bei den Rohren, dass es nicht aufgeht. Am Tag schwitze ich hier im Keller ohne Ende, wenn ich diesen Kolderwichser bewache. Und es wäre super, wenn ich mir komm nachts raus nicht den Arsch abfrieren würde. Mach was mit diesem komplett isolierten Keller, bevor ich Eiszapfen an den Eiern kriege. Sehr geehrter Mr. Morris, wir haben warum Ihre Beschwerde so über den Luftzug im Keller erhalten, nachdem wir uns mit unseren besten Technikern beraten haben, glauben wir eine Lösung für Ihr Problem gefunden zu haben. Schieb dir den Luftzug in deinen verfickten Arsch, du Pussy, verdammte Scheiße, was willst du noch? Fußbodenheizung? Einen beheizten Pool? Unsere Leute sterben auf dem Highway, damit du es sicher hast. Und du kannst nur meckern, tu mir einen Gefallen, nimm einen der Eiszapfen und ramm ihn dir ins Auge. Mit freundlichen Grüßen, fick dich. Okay, wegen der Breaker. Wie du weißt, mussten wir wegen der schlechten Streifzüge im Süden mit anderen Ruffengruppen zusammenarbeiten. Aber, das ist auch schon alles, außerhalb von Night City ist niemand stärker als wir. Falls uns irgendwer für die verdammte Wohlfahrt hält, weißt du, was zu tun ist. Das ist unser Gebiet. Aufklärungsbericht. Das Land ist gut für häufige Raubzüge. Hier gibt es fast keine Kaldos und die Militech-Patrouillen kleben an ihrer Anlage wie Fliegen an der Scheiße. Wir sind aber auf ein paar schwer bewaffnete Breaker gestoßen. Sie trauen sich immer weiter ins Gebiet. Wie sieht die Strategie aus? Ignorieren? Warum denn so schüchtern? So. So. Okay. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. So. Habt ihr meine Scheißzigarre dabei? Eine Zigarre, Deine Zigarre? Hab euch Scheißern doch gesagt. Eine Zigarre, eisgekühlter Fusel und ein paar Ladies, die mir Gesellschaft leisten. Bringt sie mir. Oder leckt mich am Arsch. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Panam? Aber sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du, ich kenne dich. Der Söldner. Kannst du gehen? Fuck! Ich glaube, mein Rücken ist im Arsch. Du bist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig. Und? Wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Scheint in Ordnung zu sein. Er wollte eine Zigarre und Gesellschaft. Klingt ganz nach Saul. Und jetzt verschwindet von dort. Absolute Shitshow hier unten. Das wird richtig gefährlich. Hinweis, verlass das Gebäude. Ich bin gleich da. Alles easy, ich habe ja meine Crusher dabei. Die regelt das alles hier. Den Fehler wirst du noch bereuen. So. Boah. Und reingehen! Ich brauche besser dich! Scheiße. Jemand muss diese Position übernehmen! Die Kavallerie galoppiert! Schnell dann! Haupttor! Bereit machen! Ja. Es ist nur... Warum ist der noch tot? Okay, jetzt ist er tot. Du hast der falschen Gänger zwei gefehlt! Du hast es nur gewollt!
ist noch jemand. Oh, da ist ein Sandsturm draußen am Toben, wie es aussieht. Und hier ist was Blaues, das nehmen wir definitiv mit. Schnell, springt hinten rein! Panam, du machst einen Fehler! Schon wieder! Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin. Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Den Blutgeruch? Was? Uns sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Soll ich mich darum kümmern? Müssen sie loswerden! Kann man den Motor auch zerficken? Leck mich, Saul! Mehr kriege ich aus der Mühle nicht raus! Schüttle die Wichser ab! Mach dich bereit! So, jetzt aber. Alle Kaldos! Das ist... Haha! Mach die Bastarde kalt! Ich verlasse die Straße! Das wird holprig! Der Sturm! Er wird uns verschlingen! Wir brauchen einen Unterschlupf! Lass uns verdammt! In der Nähe ist eine verlassene Farm! Da bringe ich uns hin! Warum kann ich nicht mit dem Zielfernrohr zielen? Mich umbringen! Okay, Inventar, ich muss das mal eben hier ändern. Das Scharfschützengewehr gegen... Wo ist denn mein Sturmgewehr hier? Ja. Wir sind getroffen! Mehr kann ich nicht rausholen! Ja, ich mach schon. Ah, ich brauch bessere... Okay, verdammt, das reicht! Yeah! Wir haben sie! Nicht übel, Kleine. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Ich... Danke. Naja. Und wir ändern das mal wieder hier zurück, damit wir das nicht vergessen. Unser SPT 32 Grad, genau. Aktion gesperrt. Aha, okay. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus! Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Na dann. Rein! Schnell! Ich wette jetzt gleich gibt's noch einen großen Shootout. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne großen Shootout noch zu Ende geht. Ich muss mal durchatmen. Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Viel nützliches Zeug. Die Ingolds mussten schnell fliehen. Das Angebot von Biotechnica war gut. Ja. Hey, es hat geklappt. Wir haben Licht.
Frag wie, der regelt das alles, keine Sorge. So. Verdammt! Es wird kalt. Hab versucht, die Heizung anzuwerfen, ging aber nicht. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Vielleicht wackelt die. Wenn klar ja, ist. Drück sie einfach wieder rein. Dann schmeiß ich das Ding hier an. Na klar, ist ja nur ein Sandsturm, der draußen tobt. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Setz dich ruhig hin. Das könnte Stunden dauern. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths. Hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Und das wär's für uns. Und hättet ihr... Komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du unseren Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Mehr als du glaubst, Saul. Hab mal für Arasaka gearbeitet. Ich weiß eine Menge. Arasaka ist nicht Biotechniker. Der Unterschied... liegt nicht in ihrem Vorgehen. Das ist immer gleich. Weißt du, was ihr für die seid? Sklaven. Zum Ausbeuten und Verschlingen. Aber nur im besten Fall. Danke, V. Besser hätte ich's nicht sagen können. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordringen mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Mann, ich liebe dieses Wort. Was war das denn gerade? Auf Habubs! Ja. Auf Habubs! Mann, das Zeug ist echt hart. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt.
Wie schmeckt der Whisky? Rund und leicht metallisch im Abgang. Kräftig, aber weich. 4 von 5 Sternen. Ohne Schuhe wär's bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag? Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Hier im Independent California steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Vorsicht. Du weißt nicht, was ich mir wünschen würde. Hm? Weißt du, ich denke, wir sollten jetzt schlafen. War ein verdammt langer Tag. Bee, ich bin froh, dass du da bist. Danke. Das bedeutet mir viel. Hörst du das? Nein. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Haboobs ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Du lebst ja noch. Hey, hast du gut geschlafen? Gute Arbeit, wie alte Schule war das. Bei Saul alles okay? Riss im Schädel, 6 gebrochene Rippen, Nieren verletzt. Aber er kommandiert schon wieder alle rum. Und du? Ich sag dir eins. Nächstes Mal suche ich das Motel aus. Wenn's ein nächstes Mal gibt. Also, ich habe wie ein Baby geschlafen. Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade, dass ich gleich los muss. Moment. Ich dachte, du willst zurück zu den Aldecaldos. Beim Clan bleiben. Ist auch so. Komm. Gestern Abend, beim Gespräch mit Saul. Danke für die Rückendeckung. Doch eins noch. Die Raves, der Überfall, das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und ich... Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung... Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Das Scharfschützengewehr, okay. Boah, Overwatch. Scheiße. Verbesserte Nachladegeschwindigkeit mit einem angepassten Schalldämpfer ausgestattet. Der hat sogar einen Schalldämpfer, geil. Ja, will ich definitiv nehmen. Sie ist in guten Händen, Panam. Ich weiß. Also, danke. Wieder einmal. Pass auf dich auf. Du auch, Panam. Nein, ich wollte sie zurückhalten. Und denk dran, ich schulde dir was.
Okay, zurück nach Night City, V. Hab die Schnauze voll von diesem Kaff.